Willkommen zur 41. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe hier auf Fahrradchaos XXL. Jetzt geht es nicht um den Autofahrer, der hier kommt, sondern um jemanden, der eventuell doch das Land verwechselt hat. Vielleicht kam er doch aus England. Tja, diese Straße kennen wir ja mittlerweile. Und natürlich kann es hier keiner erwarten, möglichst schnell an einem vorbeizuziehen. Ja, wo der hier rechts herkommt und wo der hin will, ich weiß es nicht. Irgendwie hat er sich komplett mit der Seite vertan. Aber hey, immerhin DHL hat es geschafft. Was die mir erzählen will, weiß ich nicht, aber es war mal wieder ein Smart. Nachricht von RLP Dashcam bitte unten in die Kommentare. Wie sollte es auch anders sein? Ah, noch einer. Wie gut, dass da vorne gerade grün ist und die sowieso alle fahren können. Möchte noch einer? Hier ist noch Platz. Jetzt mal was Positives. Er fährt um die Kurve. Er sieht mich. Bleibt stehen. Wartet. Fährt danach erst wieder los. Selten erlebt, gerne häufiger. Ja, hier kann ja jeder gerne mal rechts den Radweg schauen. Der ist zum einen immer zur Hälfte zugeparkt, an den Bäumen, zugewuchert und gerade mal, ich habe es mal nachgemessen, der ist gerade mal 30 cm breit an den Stellen. Dass dort keiner fährt, ist doch kein Wunder. Aber Hauptsache, die Autos fahren trotzdem eng an einem vorbei. Hier wechsle ich dann immer wieder. Weil erstens parken hier keine Autos mehr. Ja, der Radweg ist immer noch nicht besonders gut. Aber hier hinter ist er dann erneuert. Und da ist er dann auch gut befahrbar. Und da fahre ich dann auch gerne auf dem Radweg. Obwohl er die besten Tage auch schon hinter sich hat. Die Steine sind halt nicht besonders geeignet dafür, einen Radweg zu pflastern. Denn nach relativ kurzer Zeit heben und senken die sich schon. Weil darunter halt nicht asphaltiert ist, sondern nur Sand ist. Und dann geht es relativ schnell, dass die Steine ihre Position verlieren. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Auch um den Krankenwagen soll es jetzt hier nicht gehen. Der darf gerne ignoriert werden. Den möchte ich hier jetzt nicht vorführen oder zeigen. Sondern es geht eher um die Situation, die jetzt kommt. Auch hier in der Ausfahrt andauernd wird vorgefahren, obwohl man freie Sicht nach links hat und mit Sicherheit auch weiter hinten alles einblicken könnte, aber man muss natürlich bis nach ganz vorne fahren und sich auf den Rad- und Gehweg stellen. Naja, gut. Jetzt nehmen wir hier links die Abzweigung, dessen Sinn ich übrigens erkannt habe nach etwas häufigerem Fahren. Ja, zum einen für die Linksabbieger ist das relativ sinnvoll, dass man da mal hier direkt auf die Linksabbiegerspur gehen kann. Natürlich nicht, wenn einer einen nochmal so schnell kurz vor überholt, aber da bin ich dann auch stur. Da fahre ich wieder vorbei. So ein Verhalten sollte man nicht auch noch belohnen, indem man dahinter bleibt. Zum einen das Linksabbiegen wird einem erleichtert
aber auch das geradeaus abbiegen und dahinter links abbiegen, denn man kommt dahinter nicht in die Straße links hinein, in die man rein will, da man vom Radweg aus keine Möglichkeit hat, abzubiegen. Von daher, wenn man das vorher weiß, ist das gut. Wenn man die Strecke noch nie gefahren ist, weiß man es natürlich nicht, da es nicht ausgeschildert ist. Aber gut. Ja, hier ist immer relativ viel Verkehr in dieser Wohngegend, dieser Wohnstraße, die übrigens 50 hat, warum auch immer. Und ich weiß, wenn ich ihn jetzt hier nicht rauslasse, steht er da einer halben Stunde noch, also winke ich ihm schon mal, dass er fahren soll. Aber die Autos hinter mir sehen das anders und meinen, sie quetschen sich doch nochmal eben schnell vorbei. Denn wenn man solche Leute von hier aus den Ausfahrten nicht rauslässt, dann stehen die hier auch in der Stunde noch. Von daher gerne mal auch mal andere in den Vortritt lassen. Ne, man sieht, hier ist eigentlich ein Dauerverkehr in beide Richtungen dieser Straße. Da hat man keine Chance. Ja, jetzt mal an diejenigen, die immer sagen, ich würde nie Radfahrer zeigen, die sich falsch verhalten. Die finde ich absolut, die hat den Award der, ja, beklopptesten Radfahrer des Tages gewonnen. Fährt Schlingerlinien. Jetzt wieder links. Warum auch immer. Ja, klar, wenn man natürlich sein Handy in der Hand hat und dabei telefoniert. Ja, das ist die moderne Freisprechanlage. Ja, hier nochmal eine etwas längere Szene. Hier die Linksabbiegerspur für die Radfahrer auf die Abbiegerspur. Gut, dass sie auch auf der Abbiegerspur gekennzeichnet ist. Das dürfte gerne häufiger mal passieren, da Autofahrer einen gerne mal, ja, anhupen und fragen, was willst du eigentlich hier? Ja, auch der Radfahrer soll und muss, nein, muss nicht, er soll hier abbiegen. Er kann natürlich auch da hinten rechts in diese Wartetasche fahren, wo er eine Stunde steht. Aber die Radfahrerin, die hier rechts an der Ampel steht, die habe ich nicht verstanden. Sie fährt auf dem Gehweg bis zu dieser Ampel, um hier rüber zu gehen. Wo will sie denn danach hin? Sie kann ja entweder nur wieder nach links abbiegen, der fragt mich, warum sie überhaupt in diese Richtung gefahren ist, oder sie fährt natürlich illegalerweise einfach geradeaus weiter. Warum man das auch mal tun sollte. Naja, wir wollen jetzt hier abbiegen. Haben hier wieder die Situation, dass uns auch optisch die Wahl gelassen wird, nicht nur gesetzlich, sondern der Autofahrer sieht, hier darf der Radfahrer auch geradeaus weiterfahren. Und das macht sogar auch Sinn, nämlich an einer nächsten Kreuzung, wenn man links abbiegen will oder wenn man relativ schnell unterwegs ist und geradeaus fahren will. Denn die Fußgängerampel, an der wir gleich vorbeifahren rechts, ist wegen der Räumzeit immer schon sehr früh rot und man kommt als Radfahrer nicht über diese Kreuzung. Wenn man auf der Straße fährt, schafft man das. Sogar sehr gut. Aber Autofahrer verstehen das nicht. Verstehen auch nicht, dass man da fahren darf. Und jetzt kommen wir wieder zu den Videospenden. Wenn ihr mir auch Spenden schicken wollt, unten in der Videobeschreibung steht, wie es geht. Ach ja, und vorgepixelte Videos werden natürlich zuerst gesendet. Und wir starten beim Wettbewerb, wer schafft es am dichtesten und am schnellsten im Slalom, um verschiedene Radfahrer herumzufahren. Tja, wir haben den Sieger gefunden. Er kommt aus Bielefeld. Anscheinend fühlt er sich wie ein Radfahrer und muss 1,50 Meter Abstand zu parkenden Autos halten. Tja Mensch, Nero, bei dir hört man den Sarkasmus auch immer mehr raus. Und hier mal wieder das Beispiel für schnell vor einer Insel noch rum, um dann mitten im Weg stehen zu bleiben. Das hat sich ja nun richtig gelohnt.